Die EU-Kommission versucht, das Internet auf mehrere Weisen zu zerstören und eine davon möchte ich euch heute vorstellen. Es geht um Content-ID-Pflicht für Plattformen. Und um euch näher zu bringen, worum es da eigentlich geht, ein paar Worte vielleicht erstmal zur gegenwärtigen Rechtslage, bevor wir dann sehen, inwieweit die schlimmer wird. Die gegenwärtige Rechtslage sieht eigentlich vor, nach der bisher geltenden E-Commerce-Richtlinie, die in Deutschland durch das Telemediengesetz, also in deutsches Recht umgesetzt wurde, dass Host-Provider nicht haften für die Inhalte, die sie dort für ihre Nutzer speichern, jedenfalls so lange nicht, solange sie nicht wissen, dass diese Inhalte rechtswidrig sind. Diese Rechtslage ist eigentlich, würde ich sagen, mittlerweile so ganz bewährt und ich finde eigentlich, dass das ganz gut funktioniert. In der Praxis stellt sich das eben so dar, wir haben vielleicht irgendwie eine Plattform, nennen wir sie mal Wikimedia Commons und da lädt vielleicht irgendjemand was hoch auf diese Plattform und das ist vielleicht gar nicht von ihm selber gemacht, sondern von jemand anderem und der andere möchte das vielleicht gar nicht, dass das da hochgeladen wird, dann kann derjenige dann eben sich an den Plattformbetreiber wenden, nämlich also die Foundation in diesem Fall in San Francisco, schreibt dahin, bitte nimm es runter und dann wird das dann irgendwie gemacht, das ist jedenfalls so das, was ich der Gesetzgeber dabei vorgestellt hat und man muss sagen, dass zumindest mir in meiner Praxis jetzt keine gravierenden Probleme bekannt sind mit diesem Mechanismus, der scheint eigentlich so ganz gut zu funktionieren und der gilt eigentlich jetzt also auch nicht nur für Urheberrechtsverletzungen, sondern der gilt im Grunde für jede Art von Rechtsverletzung, also insbesondere auch zum Beispiel im Presserecht. Wir haben ein Forum, jemand schreibt was Böses rein, der Betroffene sagt dem Forenbetreiber, soll es bitte rausnehmen, das passiert dann Ende Gelände, kein Problem. Also stark verkürzt natürlich, ganz so einfach ist es dann manchmal doch nicht, aber im Großen und Ganzen funktioniert dieser Mechanismus so. Die geplante, jetzt im Entwurf vorliegende Direktive, Urheberrechtsdirektive der EU-Kommission, bedeutet für diesen Mechanismus, der eigentlich so ganz gut funktioniert, einen ja schon fast kompletten Paradigmenwechsel. Denn darin wird vorgesehen, dass Content Provider, jedenfalls solche, die in erheblichem Umfang, muss man sich nochmal drüber unterhalten, wann dieser Umfang erreicht ist, Content Provider jedenfalls dazu verpflichtet werden sollen, Maßnahmen zu ergreifen, und zwar wirksame und verhältnismäßige Maßnahmen, um also die Rechteinhaber vor Urheberrechtsverletzungen zu schützen. Und insbesondere nennt die Kommission in ihrer Richtlinie dort die Implementierung effektiver Technologien als eine mögliche Maßnahme oder ich würde vielleicht eher sagen, als die präferierte Maßnahme. Die Frage ist natürlich, was hat die Kommission da vor Augen, wenn sie sowas fordert und das dürfte wohl sehr klar sein, woran sie da gedacht hat, nämlich an das Content-ID-Programm von YouTube. Das Content-ID-Programm, Julia Reder hat es vorhin schon gesagt, wurde von der Google-Tochter YouTube entwickelt, im Grunde, um so ein bisschen den Druck aus dem Kessel zu lassen, wenn man so möchte. Also den Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, durch das Content-ID-Programm selber nach Rechtsverletzungen an ihren eigenen Werken zu suchen und diese irgendwie entweder abzustellen oder sie zu erlauben und dafür sich an den Werbeeinnahmen beteiligen zu lassen oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Optionen. Jedenfalls hat YouTube das entwickelt. Es war unglaublich teuer. Julia Reda sagte 60 Millionen Euro. Ich übernehme, mache mir diese Zahl einfach mal zu eigen. Das wird schon stimmen. Jedenfalls ist es, du hattest das auch irgendwo her. Also ich weiß nicht. Google sagt es. Ja, die werden es wissen. Okay. Also nehmen wir mal an, dass Google das zutreffend mitteilt. Und ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht von Google abgemahnt für falsche Äußerungen oder sowas. Das wäre mir extrem peinlich. Aber okay, kommen wir zurück zum Thema. Jedenfalls ist es ziemlich teuer. Und die EU-Kommission stellt sich nun vor, das irgendwie so auf alle Plattformen zu erweitern. Jedenfalls ist das das, was man diesem Entwurf so entnehmen kann. Stellt sich mir als Jurist als erstes die Frage, ja, wie verhält sich das denn zur gegenwärtigen Haftungsprivilegierung? Und dann guckt man in diesen Vorschlag der neuen Richtlinie rein und liest dann da drin, dass diese Verpflichtung also auch bestehen soll,
wenn der Provider sich an sich auf die Haftungsprivilegierung aus der E-Commerce-Richtlinie berufen kann, was natürlich jetzt ein echter Paradigmenwechsel ist, weil er nämlich bedeutet, dass der Provider eben nicht mehr im Grundsatz freigestellt ist von der Haftung, sondern dass er eben im Grundsatz erstmal Maßnahmen ergreifen muss, was absolut entgegen der gegenwärtigen Rechtslage liegt, die eben vorsieht, dass nicht nur vorsieht, dass er das nicht muss, vorher die Uploads alle durchzugucken, bevor sie veröffentlicht werden, sondern dies ihm sogar verbietet. Da komme ich gleich nochmal im Bereich Datenschutz insbesondere dazu. Also, es ist ein Paradigmenwechsel in meinen Augen und es ist kein guter, wie ihr euch vorstellen könnt. Der Erwägungsgrund sieht eben vor, das sollen Content Recognition Technologies sein, effektive, ja, die sollen wirksam und verhältnismäßig sein, was auch immer das bedeutet. Also, die Frage stellt sich ja schon, was kann man sich da überhaupt noch vorstellen, außer einem Content-ID-Programm? Die Überlegung ist vielleicht auch, man könnte das dann auch manuell durchgucken oder so, aber das könnt ihr euch alle vorstellen, dass das im Grunde nicht möglich ist, irgendwie alle Uploads, die so jeden Tag zum Beispiel auf einer Plattform wie Wikimedia Commons hochgehen, alle manuell durchzugucken, ob die irgendwie okay sind. Also ich meine, man kann die schon angucken, vielleicht noch auf Übersichtsseiten und sehen, da sind viele neue Sachen gekommen, aber man kennt ja die Rechtslage und die Rechteinhaberschaft an diesen Werken gar nicht. Man müsste das ja alles prüfen. Ja, das ist im Grunde nicht möglich. Und die Frage ist auch im Übrigen, ob das so eine Technologie könnte, da komme ich gleich nochmal dazu. Die Hauptfrage, die sich mir aber stellt, in der Tat, ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht erkennen. Wir haben, wie gesagt, nach der gegenwärtigen Rechtslage die Situation, dass ein Rechteinhaber, der feststellt, dass seine Werke unrechtmäßig irgendwo hochgeladen wurden, jederzeit an den Provider herantreten kann und sagen kann, nimm es wieder runter. Das löst nicht nur die Verpflichtung aus, das runterzunehmen, sondern es löst auch die Verpflichtung aus, zu verhindern, dass es nochmal hochgeladen wird. Also da hat man schon so eine Art Prüfungspflicht dann dadurch gegeben. Jedenfalls sehe ich nicht, inwieweit jetzt ein Content-ID-Programm oder ein Vorabfilter demgegenüber noch irgendwie einen Mehrwert bieten sollte. Ja, es wird immer also Falsch-Positive geben und es wird immer ein erhebliches Overblocking geben. Und da ist diese manuelle Mitteilung, nimm's runter, doch eigentlich die sinnhaftere und schonendere Variante, zumal die Kommission ja selber schon hier von Proportionate, also verhältnismäßigen Maßnahmen spricht. Und zum Thema Verhältnismäßigkeit, die ist da wirklich nicht zu erkennen. Okay, die Frage ist natürlich auch, ich rede hier die ganze Zeit bewusst natürlich von Wikimedia Commons, weil man an diesem Beispiel sehr schön zuspitzen kann, die Frage, was gilt denn eigentlich bei Non-Profit-Plattformen? Wikimedia Commons ist selbstverständlich Non-Profit, ja, es ist anders als YouTube, damit wird kein Geld verdient, das lebt von Spenden, ist aber von dem Wortlaut der geplanten Richtlinie, der Direktive jedenfalls umfasst. Ja, und die Frage stellt sich, wieso sollten eigentlich Non-Profit-Plattformen in die Haftung reinkommen? Wir haben zumindest für das gegenwärtige Recht in Deutschland die Situation, dass der Bundesgerichtshof immer betont, diese Pflichten, die gegenüber Providern jetzt gelten, also auch diese Pflicht, das runterzunehmen, das rechtsverletzende Material und zu verhindern, dass genau dieses auch nicht wieder hochgeladen wird, die dürfen nur so weit reichen, wie es ein zulässiges Geschäftsmodell nicht gefährdet. Ja, und da gibt es auch gewisse Grenzen eben, dass man eben sagen kann, also ein Provider kann auch nicht dazu verpflichtet werden, für 60 Millionen Euro ein Filtersystem zu entwickeln, weil das, um da irgendwie Rechteinhaber zu schützen, weil das einfach bedeutet, dann ist er platt. Das hat nicht jeder 60 Millionen Euro. Und dann muss man halt eben die Maßnahmen ergreifen, die man ohne die Gefährdung des eigenen Geschäftsmodells ergreifen kann. Und die können da weitaus drunter liegen. Ja, und die können auch mal bedeuten im Einzelfall, dass man eben keiner Prüfungspflicht dann unterliegt. Dieser Grundsatz, der fürs deutsche Recht bisher jedenfalls galt, der würde durch die Richtlinie eben auch aufgehoben. Das heißt im Grunde, es würde auch eine Non-Profit-Plattform wie Wikimedia Commons verpflichtet, sich hinzusetzen und wahlweise ein Content-ID-System einzukaufen oder selber eins zu machen. Dass das irgendwie nicht funktionieren kann oder jedenfalls nicht ohne wirklich eine Existenzgefährdung zu bedeuten, das sollte einleuchten. Die Frage ist natürlich auch, wo wir gerade beim Thema sind, Verhältnismäßigkeit, wie verhält sich das eigentlich zu Selbstregulierungsmechanismen? Und auch da finde ich, dass Wikimedia Commons ein sehr gutes Beispiel ist, weil Wikimedia Commons im Grunde einen relativ gut funktionierenden Selbstregulierungsmechanismus hat. Es wird zwar nicht immer gleich am selben Tag geguckt, ist das irgendwie okay, was da hochgeladen wurde, aber man kann sich schon darauf verlassen,
dass früher oder später bei der Nutzung, beim Einsortieren, wann auch immer, mal irgendjemand drauf guckt, was ist das eigentlich für ein Upload? Ja? Und wenn sich das irgendwie aufdrängt, dass der rechtsverletzend ist, dann wird er durchaus auch von der Community aus gelöscht. Also da stellt sich auch die Frage, ob das eigentlich nötig ist, darüber hinaus noch weitere Mechanismen zu etablieren, die noch eine rigorosere Filtertechnik bedeuten würden als diese. Die Frage, die sich weiterstellt, ist, die Kommission hat Content-ID irgendwie vor Augen, können wir das hier zu einem de facto Standard machen? Die erste Frage ist die nach den Kosten, die liegt auf der Hand. Julia Reda hat es vorhin gesagt und damit hat sie recht, müssen jetzt alle verpflichtet werden, Content-ID zu lizenzieren. Die Alternative wäre ja, jeder entwickelt ein eigenes. Jedenfalls ist es sauteuer, egal wie rum man es dreht. Die zweite Frage ist die nach der Komplexität. Die Richtlinie unterscheidet ja nicht nach verschiedenen Arten urheberrechtlich geschützter Werke. Nehmen wir mal an, wir haben ein Foto, wir haben ein Musikstück, wir haben einen Text. All diese Werke müssen ja von dem Filtersystem erfasst sein und es müssten ja auch im Grunde zumindest in gewissem Umfang Abwandlungen erkennbar sein in diesem Filtersystem, also müssen von diesem Filtersystem erkannt werden. Nehmen wir mal zum Beispiel ein Foto, ist noch relativ einfach, da macht man vom Foto JPEG-Bild, macht man einen Hashwert, guckt bei jedem Upload, hat es den gleichen Hashwert, dann ist es wohl das gleiche Foto, dann kicken wir es raus. Was macht man aber mit Ausschnitten? Was macht man mit Mashups? Was macht man bei Texten eigentlich, wenn ein paar Worte umgestellt sind? Könnte vom Urheberrechtsschutz immer noch umfasst sein, wird es auch in der Regel, wird aber vielleicht von einem Filtersystem nicht mehr automatisch erfasst. Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für die Haftung hinterher? Da stellt sich dann daran anschließend die Frage nach der Effektivität. Ja, wenn ein Filtersystem sowieso nur eine Erfolgsquote von x Prozent hat, ja, kann einem das dann auferlegt werden, so ein Filtersystem einzurichten, das eigentlich nichts bringt, von dem auch der Rechteinhaber vielleicht am Ende nichts hat. Ich finde das persönlich extrem problematisch. Und wenn man das Filtersystem so rigoros macht, dass die Fehlerquote sinkt, dann hat man automatisch auch einen erheblichen Anteil Overblocking. Das kann man übrigens bei YouTube immer schön erkennen auch, wenn man so Situationen hat, wie jemand nutzt vielleicht von einer legalen urheberrechtlichen Schranke gedeckt, ein Teil eines fremden Werkes und es fliegt dann aber trotzdem das gesamte Nutzende, also das gesamte neue Werk fliegt trotzdem aus YouTube raus, weil es durch den vom Filter als Rechtsverletzung erkannt wird. Haben wir Filtersysteme, die urheberrechtliche Schranken zutreffend erfassen? Ich kann mir sowas nicht vorstellen. Zitatschranke, da kommt es immer auf Abwägungsmechanismen, also auf rechtliche, auf Abwägungen an und Abwägungen kann eine Software kaum treffen. Die nächste Frage, die nach den Kollateralschäden jenseits des Overblocking, Datenschutz. Ein Filtersystem, das beim Upload eines Werkes prüfen muss, ob dieses Werk von einem Rechteinhaber gehört und das dann gegebenenfalls raussiebt, müsste jeden Upload, jeden Datenstrom, der hochgeht auf die Plattform, komplett durchsuchen, und zwar die Inhaltsdaten. Ein Filtersystem würde bedeuten, eine vollständige Durchleuchtung der Inhaltsdaten, die vom Nutzer auf die Plattform hochgeladen werden. Das ist selbstverständlich ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, denn es liegt ja auch völlig klar auf der Hand, dass auch der Umstand alleine, wer zum Beispiel was hochgeladen hat, ja, ist schon ein personenbezogenes Datum. Dann können noch hinzukommen personenbezogene Daten, die in dem hochgeladenen Werk enthalten sind. Das kann ja vielleicht ein Audio-Stream sein, zum Beispiel von dieser Veranstaltung. Ja, da werden Meinungen geäußert, die sind meistens auch total gut und so und innovativ und alles. Ja. Also auf jeden Fall sind die geschützt von der Meinungsfreiheit, so, weil, kurzer Einschub, auch Quatsch ist von der Meinungsfreiheit geschützt, aber... Nehmen wir mal an, es ist auch noch zusätzlich was total Tolles, ja? Und das wird dann eben da aus irgendwelchen Gründen, weil es vielleicht zufällig einen ähnlichen Hashwert hat oder was auch immer, fliegt es dann eben auch raus. Ja? Dann haben wir nicht nur ein datenschutzrechtliches Problem, sondern eben auch ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Und da hat der EuGH in der Entscheidung aus dem Jahr 2012, NetLog, mal gesagt, dass Filtersysteme, die die vollständige Durchleuchtung von Inhaltsdaten bedingen, nicht
nicht eingerichtet werden dürfen auf Grundlage der E-Commerce-Richtlinie bei der Frage Filterung von Uploads. Ne? Das heißt also, der EuGH immerhin, der EuGH hat in der Etablierung von Filtersystemen einen Verstoß gesehen, sowohl gegen die Meinungsfreiheit als auch gegen das Datenschutz, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und da möchte ich mal sehen, wie man da eine Direktive macht am Ende, die diesen Anforderungen genügt oder da keinen Verstoß bedeutet. Bei der Meinungsfreiheit, Chilling Effects insbesondere, Filtersysteme neigen grundsätzlich zur Expansion. Das war ein wesentliches Argument auch, das immer in der Zensursola-Debatte gebracht wurde, zu Recht, dass man gesagt hat, wenn jetzt einmal diese Filtersysteme eingerichtet werden, und da ging es ja nur um Kinderpornografie, und das kann ja wohl keiner dafür sein, Kinderpornografie im Internet zu veröffentlichen, dann hat man aber die Filtersysteme einmal eingerichtet und dann stellt sich eben die Frage, was fasst man denn da noch so alles drunter? Jetzt kommen wir von der anderen Seite her, nämlich nicht von der Kinderpornografie und vom Strafbaren, sondern wir kommen vom Urheberrecht her und können aber auch wunderbar die gleichen Filtersysteme, die wir hier etablieren, hinterher nutzen, um kritische Meinungsäußerungen zu unterbinden, womit wir wieder den Bogen geschlagen hätten zur gegenwärtigen Hate-Speech-Debatte. Ja, was ist denn, wenn man da anfängt, nach Schlagworten die Filtersysteme mit Schlagworten zu filtern und auf einmal fliegt ein Bericht, wie dein Beispiel ja auch war, über Folter, ein kritischer Bericht über Folter raus, weil da irgendwie das Wort Folter drin vorkommt. Ja, also ich meine, so simpel sind die Filtersysteme natürlich nicht, aber man kann sich da beliebige Szenarien ausdenken. Auch das Oberlandesgericht Düsseldorf übrigens für die rein nationale deutsche Rechtslage mal gesagt, Filtersysteme sind kritisch, Filtersysteme darf man dann nicht einrichten, wenn da Nutzerdaten mit erhoben werden, und das wird in der Regel der Fall sein, ja, bei solchen Systemen. Man muss gucken, wer macht den Upload. Das ist ein personenbezogenes Datum. Im Inhalt können personenbezogene Daten stecken, im Inhalt können auch Meinungsäußerungen stecken. Das sind alles Rechte, die hier völlig beiseite gewischt werden, nur um ein einziges Rechtsgut zu bedienen, und zwar das Urheberrecht. Und da fragt man sich schon, wieso das eigentlich immer an der Pyramide der Rechtsgüter immer an der Spitze stehen muss, ehrlich gesagt. Also das ist so eine Frage, die man sich da öfter stellen kann. Okay, nochmal zum Thema Verhältnismäßigkeit. Das Urheberrecht scheint mir in der politischen Debatte irgendwie dasjenige Recht zu sein. Bin ich schon drüber über der Zeit oder so? Oh, okay, tut mir leid. Eigentlich sollte es noch so Q&A geben oder sowas, aber das sieht man überhaupt nicht, weil hier nämlich dieser Scheinwerfer mir so ins Auge leuchtet, dass ich im Grunde gar nichts sehe, außer diesem Scheinwerfer. So. Ich weiß nicht, wie das den anderen Rednern ging, aber okay, ich bringe das ganz kurz zu Ende und dann, ne, so, alles easy. Wer ist denn als Nächster dran? Ich entschuldige mich jetzt schon. Und jetzt höre ich auch weiter zu palavern, weil die Zeit wird ja noch knapper. So, ich möchte euch nur mit einem Gedanken entlassen. Ja, warum muss eigentlich das Urheberrecht immer um jeden Preis durchgesetzt werden? Ja, ich kenne einen Strafjuristen, der mal gesagt hat, selbst in Ermittlungen wegen schwerer Straftaten ist meistens nicht so viel erlaubt wie bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Man muss sich mal fragen, wieso eigentlich, insbesondere wenn man mal sieht, welchen Anteil denn die sogenannte Kreativindustrie am volkswirtschaftlichen Gesamtkuchen eigentlich hat. Ja. Und ob man nicht auch einfach mal sagen kann, ja, Leute, Urheberrechtsinhaber, es ist euch zuzumuten, schreibt einfach mal eine Mail, sagt, da ist was von mir, nehmt es bitte runter, dann wird es gemacht, Ende Gelände. Ich sehe die Notwendigkeit für ein Filtersystem nicht und ich bin gerne bereit, das hinterher mit euch, noch zu diskutieren, und zwar dann hier irgendwie im persönlichen Rahmen, weil jetzt ist keine Zeit mehr. Vielen Dank.